So, hallo und grüß Gott, ihr lieben Backfreunde. Ich freue mich wieder, dass ich Ihnen um diese Jahreszeit einen schönen, bekannten Kuchen vorstellen kann. Und wir machen heute einen Zwiebel-Apfelkuchen, ja? Und die Äpfel schmecken da drin wunderbar. Und es gibt einen sehr guten Geschmack drin. Zwiebel und Äpfel vertragen sich hervorragend gut. Wir haben jetzt für Sie einen Hefemürbteig hergestellt. Hefemürbteig ist Mehl, Butter, Schmand und Salz, ja? Und natürlich Trockenhefe von Eiko. Und es ist ein sehr, sehr guter Butterteig, ja? Wir gehen jetzt her und legen die zweite Folie. Ihr wisst ja, wir brauchen immer zwei Folien zum Auswählen von unserem Teig. Und jetzt bei Weihnachtszeit braucht es wahnsinnig viele Folien zum Auswählen für Plätzchenteig. Da geht es nämlich dann rucki zucki schnell. Folien kann man nie genug haben, ja? Ich habe meinen Teig draufgelegt und drücke einfach jetzt mit meinem Handrücken ein bisschen drauf auf meinen Teig. Und dann nehme ich mein Nudelholz her und wähle zwischen zwei Folien den Teig aus. So, wir haben jetzt unseren Teig ausgewählt. Und nehmen Sie unseren Universalstreuer, er ist einfach super für Mehl, damit Sie ab und zu mal Ihren Teig ein bisschen mehlen, dass er nicht klebrig ist. Und Sie nehmen dann wieder die zweite Folie drüber und wählen einfach noch, wo es nötig ist, ein Stückchen aus. Ich gehe jetzt her und schlage immer hier ein bisschen meinen Rand nach innen, dass ich einen schönen, sauberen Rand bekomme. Und das andere drüber und dann wählen wir das Ganze mit unserem Wellholz nochmal drüber, sodass wir eine schöne, saubere Kante haben. Und das machen wir jetzt ringsrum. Schauen Sie, gibt eine wunderbare, schöne Kante. So, unser Teig wäre jetzt ausgewählt und wir gehen jetzt her und schlagen bloß ein bisschen ein, sodass wir ringsrum einen schönen Rand haben. So machen wir das jetzt ringsrum, gell? Ein bisschen weg. So wird es eingeschlagen. Mit unserem Tortenretter gehen wir jetzt einfach unter die Folie drunter, nehmen unseren Rost her und legen unseren Teig hier jetzt drauf. Gell? So. Und dann nehmen wir unsere Backschnitte, setzen die außen rum und ziehen einfach hier unser Rändchen hoch. Und das machen wir jetzt einfach ringsrum. Es muss ein bisschen Rändchen rein, weil wir natürlich eine flüssige Masse haben. Unser Teig wäre jetzt in der Form eingearbeitet mit einem kleinen dünnen Rändchen. Und jetzt haben wir unsere Füllung. Und zwar sind es Zwiebel und Äpfel und Käse. Das Ganze jetzt da drauf geben auf unseren Teig. Und natürlich mit unserem Teigschaber das Schöne sehr schön sauber machen, ja? Wir haben mit unserer Käsereibe hier auch noch, ich habe schon Käse im Teig drin, ja? Und wir haben nochmal mit unserer Käsereibe diese ganz fein diesen Käse gerieben. Das streuen wir jetzt einfach drüber und arbeiten das mit rein. Also der reibt sehr, sehr schön fein unsere Käsereibe. So, mit unserer Winkelpalette verteilen wir das Ganze jetzt in unserer Schnitte. Das schmeckt gut, natürlich ein bisschen Speck drin, das muss auch sein. Schmeckt sehr fein und dazu einen tollen Federweißen. Haben Sie ruckzucki schnell gemacht in unserer Schnitte. Unsere Schnitte ist natürlich im Haushalt unentbehrlich, weil Sie haben hier ein tolles Baukastensystem und können das Ganze immer wieder mit anderen Formen kombinieren und das finde ich halt einfach genial, ja. Und Sie haben außenrum immer einen tollen Rand, Sie machen Biskuit und meinetwegen einen Obstkuchen und das Ganze dann einfach in der Form lassen, die Früchte draufgeben und dann haben Sie das immer sauber und akkurate, sauber akkuraten Obstkuchen, ja. Und so machen Sie es mit der Donauwelle. In allen Varianten kann man die Schnitte im Haushalt gebrauchen. Und Sie brauchen immer zwei Schnitten, eine verstellbare und eine feste Schnitte, ja. Was das eine nicht kann, kann das andere. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die verstellbare Schnitte kann ich klein machen, kann ich größer machen, kann ich variieren, wie ich möchte. Die feste Schnitte ist immer fest, ja.
Und sie brauchen immer wieder die verstellbare und die feste Schnitte. Wenn sie einen großen Haushalt haben und es pressiert, dann machen sie ihren Kuchen rein. Fertig ist die ganze Geschichte. Haben sie einen kleinen Haushalt, können sie mit der variablen Schnitte einfach groß und klein machen. Und es ist einfach genial, wenn sie so mit der Schnitte arbeiten können, im süßen wie im pikanten Bereich. Wir geben das Ganze jetzt in den vorgeheizten Ofen und backen das Ganze. Wir haben für die Füllung natürlich unseren Kräuterpfeffer gebraucht zum Würzen. Natürlich unser Steinsalz, ja, sehr, sehr wichtig. Und Sie wissen ja, wir haben bei Lumare auch Kräuterpfeffer, Graten- und Grillgewürz, dann Pommes, Kartoffelsalz, dann Salatzauber, ja, vieles, was mit Gewürze auch zu tun hat, zum Würzen von pikanten Kuchen und natürlich auch von Fleisch. Und Gemüse natürlich auch, ja, schmeckt wunderbar. Probieren Sie es einfach mal aus. So, unser Zwiebelkuchen wäre jetzt fertig. Wir nehmen ihn jetzt aus der Schnitte raus, nehmen wieder unseren Tortenretter mit unserer Kuchenunterlage und fahren hier jetzt einfach drunter und ziehen das Ganze auf unseren Tortenretter rüber, ja? So. Jetzt gehen wir ein bisschen, heben wir jetzt unseren Kuchen ein bisschen und ziehen einfach links und rechts an und schon haben wir unseren Kuchen auf unserem Tortenretter drauf. Diese Unterlagen sind sehr, sehr wichtig, ja, weil sie unsere Tortenretter schonen und vor allen Dingen der Kuchen drauf immer schön und sauber ausschaut. Ja? Mit unserem Teigabstecher stechen wir jetzt das Ganze ab, raus. Geht auch sehr, sehr gut und schon ist das Ganze fertig. Mit unserem Schnittenteiler teilen wir das Ganze jetzt ein. Wir machen insgesamt 24 Stückchen. Sie können 24 Stückchen und 30 Stückchen machen. Und natürlich ist unser Schnittenteiler wieder sehr, sehr vielseitig, weil Sie hier tolles Hefegebäck backen können. Ihr könnt es immer zum Einteilen hernehmen. Und natürlich für Kirschnudeln, für solche Sachen einfach genial, ja. Mit Blätterteig, mit allen Kneteigen können Sie wunderbare Taschen machen, ja. Lasst euch dazu immer von unseren Fachberaterinnen und Fachberater dazu beraten. So, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen ausgarniert mit Äpfel, weil es sind ja Äpfel drin und die schmecken sehr gut drin. Und jetzt schneiden wir einfach ein Stückchen raus zum Fotografieren. Da nehmen wir unser Kuchenmesser dazu, ja. Und natürlich unseren Teigabstecher und dann können wir das Ganze wunderschön abnehmen. So, und jetzt geben wir das auf unseren Teller drauf. Fertig. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss, ade, auf Wiedersehen und viel Spaß mit unseren Profi-Werkzeugen zu arbeiten. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachbacken und viel Freude mit unseren Profi-Werkzeugen. Tschüss, ade, auf Wiedersehen!